Luftbruch oder Erdrutsch erkennen, dann könnten die Küstengebiete evakuiert werden. Aber wir sprechen hier von einer Vorwarnzeit von vielleicht 20 Minuten. Stellt euch vor, ihr hättet nur 20 Minuten, um euer Haus zu verlassen und in Sicherheit zu kommen. Das ist nicht viel Zeit, oder? Deshalb sagen Experten wie der Physiker Glauco Galotti, dass Aufklärung der Bevölkerung mindestens genauso wichtig ist wie technische Überwachung. Wenn die Menschen wissen, wie sie sich im Falle eines Tsunamis verhalten sollen, dann können sie das Tausende von Leben retten. Also, liebe Sizilien-Urlauber, wenn ihr am Strand plötzlich seht, wie sich das Meer zurückzieht, dann rennt nicht zum Wasser, um die auftauchenden leckeren Seegänge zu pflücken. Lauft so schnell ihr könnt in die andere Richtung, am besten den Hang des Ätnas hoch, in der Hoffnung, dass der dann nicht auch ausbricht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht in all den Untergangsszenarien. Der Massili könnte nicht nur eine Bedrohung sein, sondern auch eine Chance. Denn wo es vulkanische Aktivität gibt, gibt es auch geothermische Energie. Einige Wissenschaftler träumen davon,